letzten Tag der alpinen Skiweltmeisterschaft in Schladming gelang österreichischen Slalomfahrern der große Wurf. Gold und Bronze durch Marcel Hirscher und Mario Matt. Nach der Siegesfeier fand die Schlussveranstaltung statt. Ein Kampfjet und 5 Hubschrauber des österreichischen Bundesheeres überflogen das Stadion mit den Flaggen der EU, Österreich, der Steiermark, der FIS und des ÖSV. Fallschirmspringer brachten diese Flaggen dann ins Stadion. Anschließend marschierten 72 Kinder aus Schladming mit den Flaggen der 72 teilnehmenden Nationen ein, aus denen insgesamt 612 Athleten an den Start gingen. Die Bundesheer-Musikkapelle spielte die Bundeshymne und ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel hielt seine Schlussansprache. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des Organisationskomitees möchte ich Sie hier herzlich heute zum letzten Tag der Weltmeisterschaft begrüßen. Es ist Zeit, Dank zu sagen der FIS, dass wir diese Weltmeisterschaften hier durchführen durften. Dank zu sagen an alle Volunteure, an alle Mitarbeiter, an unser Team, die hier mitgearbeitet haben, diese Weltmeisterschaften durchzuführen und so gut zu organisieren. Ich würde Sie bitten, dem Team einen Applaus zu geben. FIS-Präsident Gianfranco Casper erklärte die alpine Skiweltmeisterschaft 2013 für beendet. Dann wurde die FIS-Fahne vom österreichischen Organisationskomitee an das Organisationskomitee für die WM 2015 in Vail Beaver Creek übergeben. Und das ist die Bilanz für Österreich. 2. Platz im Medaillenspiegel mit 2 goldenen, 2 silbernen und 4 Bronzemedaillen. Gold in der Mannschaftswertung und durch Marcel Hirscher im Slalom, Silber für Michi Kirchgasser im Slalom, Silber für Marcel Hirscher im Riesentorlauf, Bronze für Niki Hosp und Romet Baumann in der Kombi, Anna Fenninger im Riesentorlauf und Mario Matt im Slalom. Und der King of Schladming kommt aus den USA, Ted Ligety. Er gewann 3 Goldmedaillen bei derselben Weltmeisterschaft. Das war die alpine Skiweltmeisterschaft Schladming 2013. Wir sehen uns wieder 2015 in Vail Beaver Creek.